wieder. Hallo liebe Yogis, wir wollen euch heute ein kleines Yoga-Programm vorstellen zur Mobilisation und zur Kräftigung. Ich habe meine zwei Töchter mitgebracht, die Luca und die Marie, die mich unterstützen werden. Und ihr probiert einfach, was ihr machen könnt, was euch gut tut. Wenn ihr merkt, es ist zu viel, bieten wir euch auch Optionen an, wie es vielleicht etwas leichter geht. Und dann steigt einfach mal ein und habt Spaß. Dann beginnen wir jetzt im Schneidersitz. Marie, du nimmst vielleicht die Decke, wenn ihr Probleme habt, etwas, wenn es zu sehr spannt hier in der Hüfte, wenn es unangenehm ist zu sitzen, nehmt eine Decke, setzt euch etwas höher. Dann schließt einen Moment die Augen. Legt bequem die Hände auf euren Knien ab und spürt erstmal, wie gut ihr verankert seid auf eurer Matte. Dann richtet die Wirbelsäule noch ein wenig mehr auf. Nehme jetzt deinen Atem wahr, dein Ein- und dein Ausatmen, wie er kommt und wie er geht. Versuch dich mit deinem Einatmen noch etwas mehr aufzurichten. Schieb die Krone des Kopfes noch ein wenig mehr Richtung Decke. Mit dem Ausatmen verankere dich noch mehr mit deinen Sitzbeinhöckern in deiner Matte oder auf deiner Decke. Noch einen allerletzten tiefen Ein- und Ausatemzug. Und dann öffne wieder die Augen. Mit dem nächsten Einatmen nimm die Arme über die Seite nach oben. Zieh dich lang aus den Flanken heraus, richtig lang ziehen, sehr schön. Mit dem Ausatmen nimm den linken Arm neben deinen Oberschenkel auf die Matte. Setz die Fingerkuppen auf und jetzt zieh den rechten Arm nochmal aus dir raus und dann neige dich langsam zur Seite. Du kannst gerne mit der Hand etwas weiter wegrutschen, vielleicht mit dem Ellenbogen ein bisschen tiefer gehen, aber versuch ganz fest auf deiner rechten Pobacke sitzen zu bleiben. Und dann zieh die rechte Schulter noch ein bisschen weiter nach unten, sodass du mehr Platz zwischen den Ohren und deinem Oberarm hast. Dreh ganz leicht deinen Kopf nach oben Richtung Decke. Mit dem nächsten Einatmen komm wieder nach oben, löse dich. Zieh den linken Arm nach oben, mach dich nochmal ganz lang. Und ausatmen, nimm den rechten Arm auf die Seite, setz erst die Fingerkuppen auf, zieh den linken Arm nochmal richtig weit aus dir heraus, spür die Länge in deiner Seite und dann erst neigst du dich langsam in die Seite hinein. Auch hier versuch jetzt das Schulterblatt etwas nach unten zu schieben, das linke. Bleib fest auf deiner Pobacke, vor allem auf der linken sitzen. Dreh den Kopf langsam nach oben, dreh die Schulter hier noch ein bisschen auf. Du willst dein Brustbein nach oben schieben, dreh dich weit auf. Sehr schön, mit dem nächsten Einatmen komm wieder nach oben, richte dich wieder auf. Beide Arme gehen wieder nach oben und über den Körper an der Seite entlang wieder nach unten. Lege sie neben dem Körper ab. Atme wieder ein, beide Arme gehen nach oben. Und jetzt mach einen kleinen Twist, dreh dich nach links, der rechte Arm geht auf dein linkes Knie, der linke Arm hinter dich. Marie, leg den rechten Arm auf dein Knie und drück ein bisschen das Knie noch nach unten. Und dann länge dich erstmal, dreh dich nochmal richtig weit nach oben und dann noch ein bisschen nach hinten. Dann komm mit dem linken Arm nach vorne, leg ihn auf deinem rechten Knie ab. Und jetzt zieh beide Arme wieder nach oben, öffne dich wieder, ganz lang ziehen und mach das gleich auf die andere Seite. Dreh dich nach rechts, deine linke Hand geht auf dein Knie und jetzt versuch mal das Knie ein bisschen nach unten zu drücken schon. Dreh dich noch ein bisschen weiter nach oben und gleichzeitig nach hinten, atme nochmal ein, ausatmen, verstärke die Drehung nochmal nach hinten. Mit dem nächsten Einatmen löse deinen rechten Arm, leg ihn auf deinem Knie ab und öffne dich wieder nach oben, atme ein. Und
Jetzt machen wir alles ein bisschen schneller. Nimm die Arme wieder über die Seite nach oben. Zieh dich nochmal richtig lang. Dann dreh dich nach links. Rechte Hand ist wieder auf deinem Knie. Nimm den linken Arm von hinten nach vorne. Lege ihn auf deinem rechten Knie ab. Drück ein bisschen die Knie auseinander. Rolle dich richtig ein. Dann mit dem Einatmen öffne dich wieder nach oben. Atme wieder ein. Ausatmen, dreh dich auf die rechte Seite. Drück mit der linken Hand das Knie etwas nach unten. Rechter Arm geht nach vorne. Rolle dich wieder nach unten, drück die Knie auseinander, komm wieder einatmen nach oben. Noch einmal, dreh dich nach links. Einatmen, linker Arm kommt nach vorne, ausatmen, tauche. Ja? Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, dreh dich auf die rechte Seite. Einatmen, zieh den rechten Arm nach vorne. Ausatmen, tauche ab. Einatmen, komm nach oben. Und schließe die Hände immer in Imanjali Mudra. Sehr schön. Dann kommt ihr jetzt bitte in den Vierfußstand. Dreht euch zueinander, damit die Handgelenke noch ein bisschen aufgewärmt sind. Drückt erstmal hinten die Füße fest in den Boden hinein. Dann fangt so ein leichtes Kreisen im Körper an. Und spürt, dass die Hände ganz unterschiedlich belastet werden. Durch das Kreisen. Und jetzt dreht mal die Handgelenke zueinander, die Finger schauen nach außen. Drückt euch richtig raus aus der Matte und probiert mal in die andere Richtung zu kreisen. Und dann merkst du, wie die Druckpunkte sich verändern auf der Hand. Und jetzt haltet wieder in der Mitte an, probiert mal die Hände so umzulegen, dass die Handflächen zu euch schauen. Beugt erstmal die Arme, die Ellbogen schieben nach außen, dann drückt dich etwas nach oben. Atme hier ein, nochmal ausatmen. Jetzt machst du eine Faust und jetzt drück dich auch nochmal nach oben, so gut es eben geht. Ja, wenn es unangenehm ist, dann halt nicht so stark. Komm dann wieder nach unten, gib etwas nach. Dann komm wieder in den Vierfußstand, leg die Zehen um, schüttel mal kurz die Hände aus. Ganz angenehm. Kreis in den Handgelenken. Gut, und dann komm wieder zurück. Schau, dass deine Hände unter den Schultern sind. Sehr gut. Dann nimm das linke Bein nach hinten, streck es aus, drück den Fußballen fest in den Boden hinein. Und dann rolle über den Fußballen vor, zurück, spüre so eine leichte Dehnung in der Wade. Bleib aufgerichtet in den Armen, nimm den Blick eher ein bisschen nach vorne. Sehr gut. Ausatmen, roll dein Knie zu deiner Nase. Ganz gut. Einatmen, schieb nochmal deinen Fuß nach hinten. Drück ihn fest in den Boden hinein. Und nun öffne deinen rechten Arm nach oben. Zieh dich lang raus und jetzt versuch nochmal die rechte Schulter richtig ranzuziehen an die Wirbelsäule. Drück richtig fest in deinen Fußballen hinein. Sehr schön. Dann zieh den rechten Arm weit nach vorne. Und noch einmal nach oben. Dreh dich nochmal auf und versuch noch ein bisschen mehr, deinen linken Rippen nach vorne zu holen. Dieser rechte Arm kommt jetzt unter dir durch. Lege vielleicht die Schulter ab beim Ohr auf den Boden. Und versuch mit dem oberen, mit dem Stützarm auch noch ein bisschen mehr das Schulterblatt anzulegen. Genau, dann bist du noch stabiler. Dann dreh dich langsam wieder auf. Zieh den Arm noch einmal nach oben. Lege dann die Hand neben der anderen ab. Zieh dein Knie nochmal unter dich. Und dann setz es neben dem anderen Knie ab. Jetzt probieren wir die andere Seite. Nehme das rechte Bein nach hinten, schieb es in den Boden hinein und rolle über deinen Fußballen vor und zurück. Bleib hier aufgerichtet im Rumpf. Dann halte an, dass du die Mitte fühlst, dass dein Becken über deinem Knie ist. Mit deinem nächsten Einatmen dreh den linken Arm nach oben, öffne dich. Sehr schön.
Dann zieh den Arm nochmal nach vorne, den oberen Arm zieh lang nach vorne, lehne dich hier nochmal und dann dreh dich noch einmal auf. Und probier jetzt auch nochmal deine unteren Rippen nach oben zu drehen. Gib dir ganz viel Länge am Arm und auch hinten am Bein. Und dann nehme den oberen Arm, rolle unter dem unteren Arm durch. Wenn du den Kopf nicht ablegen kannst, macht nichts. Und damit du noch mehr Stabilität hast und nicht weggibst, zieh das Schulterblatt hier ran an deine Wirbelsäule, drück fest in diesen Stützarm hinein und dann hast du einen guten Halt. Wunderbar. Und dann komm langsam wieder nach oben, setz beide Hände dann wieder neben deinem Körper auf. Zieh das Knie unter dir, nochmal Richtung Nase und dann stell es neben den anderen Knie ab. Setz dich nochmal auf deine Fersen zurück, komm in das Kind hinein, länge dich. Wahrscheinlich musst du jetzt die Arme noch ein bisschen weiter nach vorne schieben. Mach dich ganz lang im Rücken. Und probier mal, ob ihr die Handflächen auch nach oben drehen könnt. Dass die Hände etwas nach oben schauen und gib dir hier nochmal Länge. Die müssen gar nicht so eng aneinander liegen. Die können auch weiter geöffnet sein. Sehr schön. Und jetzt heb ganz langsam dein Becken an und komm in den halben Rund. Das heißt, dein Becken ist ungefähr über deinem Knie und schieb die Arme weiter nach vorne. Und jetzt kannst du die Hände wieder so drehen, wie du sie vorher hattest, dass die Handflächen in den Boden schauen. Und probiert mal, ob ihr die Stirn auflegen könnt auf den Boden. Und mit deinem nächsten Ausatmen gib dir ganz viel Länge hier und lass deine Achseln noch mehr zum Boden hinsinken. Sehr gut. Und dann zieh langsam wieder die Hände zu dir heran, richte dich erneut in den Vierfußstand auf. Gut. Und von hier kommen wir jetzt in unseren ersten herabschauenden Hund. Wenn du das Gefühl hast, der Abstand passt nicht, dann geh erstmal nochmal vor in die Planke. So, und von hier, wenn du die Planke hast, schieb dich wieder in deinen herabschauenden Hund und schau mal, was ist jetzt gerade gut, was ist angenehm für dich. Die Fersen müssen überhaupt nicht am Boden sein. Beug eher nochmal ganz kurz die Knie und versuch nochmal deine Sitzhöcker weit nach oben zu schieben. Schließ mal noch ein bisschen klein wenig die Beine. Genau, beug die Knie, lass die Knie gebeugt und schieb die Sitzbeinhöcker nach oben. Und stell dir vor, deine Matte schiebst du mit den Händen auseinander. Und dann, wenn es geht, konzentriere dich nur mal auf das rechte Bein und strecke das rechte Bein. Das linke bleibt angewinkelt. Und konzentriere dich nur auf die Länge des rechten Beines. Und gib dem rechten Bein viel Länge, schieb die Ferse in den Boden hinein. Und dann tausche noch einmal, probier es andersherum. Das rechte Bein ist angewinkelt, das linke versuchst du aktiv in den Boden hineinzuschieben. Sehr schön. Und dann komm wieder vor in die Planke. Schau, dass die Schultern über deinen Handgelenken sind. Öffne nochmal die Schultern, dass sie nach außen ziehen, weg von deinen Wirbelsäule. Und dann bitte über die Knie tauche ab nach unten in die Bauchlage. Vorsicht, dass ihr nicht aneinander stößt. Öffne dich in die kleine Kobra, zieh die Schultern zurück. Und hier versucht ihr auch nicht so sehr aus den Händen zu drücken, eher die Rückenmuskulatur einzusetzen. Nacken ist wunderbar lang und tauche nochmal ab, atme nochmal aus. Die Zehen hast du hinten umgelegt. Du kannst auch nochmal im Wechsel ein Bein anheben und ganz bewusst nochmal in den Boden legen. Dann spürst du den Druck des Fußristes im Boden. Dann mit dem nächsten Einatmen rolle dich nochmal über die Schulter nach oben in deine Kobra, so wie es gerade geht. Spür die Kraft in deinem Rücken, die du jetzt einsetzt. Super schön. Ein letztes Mal ausatmen. Und mit dem nächsten Einatmen komm zurück in deinen herabschauenden Hund, schieb dein Becken weit nach hinten über die Fersen und drück dich dann wieder in deinen herabschauenden Hund. Sehr gut. So, jetzt machen wir einen kleinen Flow und kommen in eine Standposition.
Hebe dein rechtes Bein jetzt an in den dreibeinigen Hund. Du musst noch gar nicht so sehr die Hüfte auseinander öffnen. Und jetzt zieh dein Knie erstmal zu deinem Brustkorb hin. Dann schieb das Knie wieder weit nach hinten, das Bein weit nach oben. Genau, dann zieh das Knie zu deinem rechten Ellenbogen. Wenn es geht, vielleicht sogar über deinen rechten Ellenbogen. Schieb wieder das Bein nach hinten. Und noch einmal, probier das Knie jetzt zum gegenüberliegenden Ellenbogen zu ziehen. Nach links, ganz vor und vielleicht sogar ein bisschen hoch, höher. Schieb dich wieder nach hinten, atme ein. Sehr gut. Und jetzt beim nächsten Mal ziehst du den Fuß zwischen deine Hände, lass das Knie so lang wie möglich oben. Lang umlassen. Dann kannst du ganz leicht den Fuß zwischen deinen Händen aufsetzen. Und jetzt leg dein gegenüberliegendes Knie, das linke, ab auf den Boden. Genau, löse die Arme und komm in einen tiefen Krieger 1. Die Arme gehen über die Seite nach oben. Und dann probier vielleicht das Knie ein bisschen näher ranzuziehen, dass du hier ein bisschen dich mehr öffnen kannst. Ja, drück dich richtig nach oben, noch ein bisschen nach hinten. Sehr schön. Gut, und jetzt probieren wir uns nochmal zur Seite zu öffnen. Du nimmst deine rechte Hand auf deine Oberschenkel und der linke Arm, der zieht nochmal nach oben und du neigst dich zu deinem rechten Arm, zu deiner rechten Seite. Und jetzt kannst du probieren, das Becken noch ein bisschen weiter nach vorne zu schieben. Dann komm langsam wieder zurück, atme ein, atme aus und probiere jetzt mal die linke Hand vorne leicht auf die Fingerkuppen zu setzen. Ein bisschen weiter nach außen, Marie. Und jetzt löse den rechten Arm. Löse den rechten Arm und dreh dich auf. Dreh dich bald auf. Jetzt willst du wieder, wie vorher, die linken Rippen nach vorne oben schieben, richtig weit machen. Und jetzt kannst du noch probieren, ein bisschen die linke Hüfte sinken zu lassen. Die zieht eher zu deiner rechten Ferse hin. Sehr gut. Dann komm wieder zurück. Beide Hände sitzen auf. Sitz dich auf die Fingerkuppen, löse dein hinteres Knie. Versuch dir hier nochmal richtig schön Länge zu geben. Einatmen, richte dich auf. Probier mal, ob ich hier hochkommt. Hebe deine Ferse an, das gibt dir nochmal richtig schön Stabilität. Ausatmen, komm nochmal nach unten. Super schön. Und dann streckst du dein vorderes Bein. Such dir Länge zu geben. Und zwar ist entscheidend, dass ihr den Oberkörper lang nach vorne zieht und euch dann erst über das gestreckte Bein legt, so wie es eben geht. Dann beuge dein Bein wieder. Hebe jetzt den Po an, sodass du wieder Platz hast, das Bein nach hinten oben zu schieben. In deinen herabschauenden Hund und dann stell es wieder neben den anderen ab. Atme. Geh ganz kurz auf die Knie, komm wieder in das Kinn, entspann vielleicht deine Hände, deine Handgelenke. Und dann roll dich langsam wieder über den Vierfußstand nach oben, komm wieder in den herabschauenden Hund. Die andere Seite kommt dran. Hebe jetzt dein linkes Bein einatmend nach oben. Ausatmen, zieh dein Knie unter dich, ganz weit nach vorne. Einatmen, komm wieder ganz nach hinten oben. Ausatmen, zieh dein Knie zu deinem linken Ellenbogen. Wenn es geht, über deinen linken Ellenbogen. Komm wieder zurück nach oben und zieh es jetzt zum gegenüberliegenden Ellenbogen oder zum Oberarm, wie es gerade geht. Noch einmal ganz nach oben in den dreibeinigen Hund. Und dann versuch diesen Fuß zwischen deinen Händen aufzusetzen. Lege dein Knie hinten ab. Mit dem nächsten Einatmen zieh den Oberkörper zurück, die Arme gehen über die Seite nach oben. Wenn es übrigens zu hart ist für die Knie, könnt ihr auch ein bisschen eine Decke unterlegen. Hier. Oder vielleicht auch die Matte umschlagen. Sehr schön. Gibt dir viel Länge.
Dann schließe deine Hände im Anschalten an. Jetzt hast du die Hände im Anjali Mudra, jetzt stütze deine linke Hand auf deinen Oberschenkel ab, nimm den rechten Arm nach oben und wie vorher gibst du dir erst Länge und dann neige dich zu deiner linken Seite. Gib dir ganz viel Raum hier auf der Seite, deinen Rippen. Einatmen, komm wieder zur Mitte, ausatmen, setz deine Hand etwas vor deinem Fuß hier. Gerne auf die Finger gucken und jetzt dreh dich auf. Dein linker Arm geht jetzt nach oben, du drehst dich auf die linke Seite. Genau. Und dann probier das Becken noch ein bisschen nach vorne zu nehmen, zu deiner Ferse hinzuziehen, dich richtig schön aufzudrehen. Super. Und komm langsam wieder zurück, setz beide Hände wieder neben deinen Körper ab. Setz jetzt hinten deinen Fuß auf und löse dein Knie. Gib dir nochmal Länge, schieb den Kopf nach vorne, deine Ferse nach hinten. Und dann ganz langsam, so wie es geht, versuche das Gewicht nach hinten zu verlagern, das vordere Bein zu strecken. Du kannst hier gerne auf die Fingerkuppen kommen. Und dann stellt euch mal vor, ihr müsst die linke Hüfte noch ein bisschen mehr nach hinten ziehen. Dann ist es noch ein bisschen intensiver. Dann beuge wieder dein vorderes Bein. Und probier es nochmal, die Streckung. Streck nochmal dein vorderes Bein. Streck gleichzeitig deinen Oberkörper, zieh ihn lang nach vorne. Und erst aus dieser Länge neigst du ihn etwas zum Oberschenkel hin. Wenn es nicht geht, alles gut, dann bleibt er einfach in der Länge. Und dann beuge wieder dein vorderes Bein. Sehr gut. Hebe dein Becken an, sodass du wieder Raum hast, um dein vorderes Bein über den dreibeinigen Hund nach hinten oben zu ziehen und dann neben dem anderen Bein wieder abzustellen. Atme aus. Leg dich nochmal ab, nochmal die Knie vielleicht auf den Boden. Spann nochmal die Hände, die Arme. Und von hier roll dich wieder nach oben in den Vierfußstand. Setz beide Füße jetzt auf und komm in die Planke. Jetzt gib ganz viel Kraft in deine Hände. Drück die Matte unter dir weg. Aktiviere den Bauch. Zieh nach oben. Öffne die Schulterblätter nach außen. Komm jetzt ganz sauber und langsam nach unten in Chaturanga. Beuge die Arme. Und komm in deine Cobra. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne in den heraufschauenden Hund kommen, wie es geht. Sehr schön. Dann schieb dich wieder zurück in deinen herabschauenden Hund. Gut, wir gehen jetzt noch ein bisschen in die Twists hinein. Hebe nochmal dein rechtes Bein nach oben. Atme dazu ein. Und mit dem Ausatmen ziehe es gleich unter dich nach vorne zwischen deine Hände und setz den Fuß auf. Jetzt kann es sein, dass der Abstand zwischen deinem hinteren und deinem vorderen Bein zu groß ist, dann rutsche ein bisschen nach. Mit dem hinteren Bein drück fest in den Boden hinein, mit deinem vorderen Bein und mit deinem hinteren und öffne dich in den Krieger 1. Und langsam nach oben. Gerne auch über die Seite die Arme nehmen. Ich glaube, du hast einen zu großen Abstand. Du musst etwas nachrutschen. Super schön. Atme nochmal ein. Mach dich richtig lang. Heb vielleicht noch ein bisschen die Ferse hinten hoch. Super schön. Dann schließ deine Hände im Anjali Mudra. Atme aus. Schau, dass dein Knie noch ein bisschen mehr über dem Sprunggelenk ist. Und jetzt dreh deinen linken Ellenbogen zum rechten Knie, nimm den Oberkörper noch ein bisschen nach vorne, zieh dich weit nach vorne und verankere dich mit deinem Ellenbogen außen an deinem Knie. Drück fest in deine Hände hinein, heb hinten noch ein bisschen die Ferse an, das gibt dir mehr Stabilität. Atme ein. Ausatmen, komm wieder nach vorne oben. Und dreh dich auf in den Krieger 2. Sehr schön.
Schau, dass dein Knie genau über dem Sprunggelenk ist, dass du hier die Hüfte weit öffnest und verankere deinen Fuß hinten fest im Boden, vor allem die Außenkante deines Fußes. Super schön. Dann mit deinem Einatmen komm in den Sonnenkrieger hinein, öffne den Arm weit nach oben und dein Hinterarm, der linke, der drückt fest in die Oberschenkelrückseite hinein, die Oberschenkelrückseite drückt dagegen, dass ihr wirklich die Kraft in eurem hinteren Bein spürt. Und mit dem Ausatmen lege deinen oberen Arm auf deinem Oberschenkel ab und komm in den seitlichen Winkel. Der linke Arm, der kann nach oben ziehen, am besten über vorne. Und wenn du hier das Gefühl hast, es ist gut, dann bleibe hier oder du ziehst ihn über deinen Kopf und vielleicht kannst du sogar unter deinem Arm vorbeischauen. Den Kopf nach oben drehen, den Blick nach oben drehen, auch wieder das obere Schulterblatt nach unten ziehen. Drück mit deinem unteren Ellbogen noch ein bisschen das untere Knie nach außen. Sehr gut. Und jetzt versuche den oberen Arm um dich herum zu binden. Jetzt hast du noch mehr Möglichkeit, die Schulter hier oben aufzudrehen, dich weit zu öffnen, den Brustkorb weit zu öffnen. Mit einem nächsten Einatmen komm wieder in den Sonnenkrieger, bleib aber gebunden. Lass den Arm hinter dir und öffne den rechten Arm wieder nach oben. Ohne mit dem vorderen Knie auszuweichen, bleibe hier. Und jetzt löst auch den gebundenen Arm und zieht euch weit nach hinten. Beide Arme ziehen nach hinten. Richtig lang ziehen. Sehr schön. Dann komm langsam wieder in die Mitte, nach oben, dreh dich nach vorne, löse hinten die Ferse. Beide Arme kommen nach unten. Jetzt geht ganz viel Gewicht auf dein vorderes Bein und zieh das hintere Bein nach oben. Atme. Lege jetzt das hintere Bein in einen Baum und komm erstmal ins Anschalten. Drück den Fuß lieber an die Wade, nicht in die Kniekehle, ein bisschen tiefer. Oder wenn ihr sagt, ihr könnt jetzt ganz stabil stehen, könnt ihr den Fuß auch noch ein bisschen höher anlegen, an den Oberschenkel. Dann müsst ihr ihn aber greifen und hier oben anlegen. Wenn er sagt, oh, das ist zu wackelig, dann lass es. Und dann probiert ihr erst mal ganz stabil zu stehen. Dann Steißbein noch ein bisschen ziehen. Sehr gut. Und wenn ihr sagt, ah, es geht, dann löst die Arme langsam nach oben, öffne dich in einen weiten Baum hinein. Ihr könnt auch gerne den Blick so ein bisschen nach oben nehmen. Dann schließe langsam die Hände wieder, komm wieder nach unten. Nimm das Knie nach vorne und setze es wieder neben dem anderen Bein ab. Atme ein, die Arme gehen über die Seite, ausatmen, tauche ab nach unten. Uttanasana, hänge einfach ein bisschen. Ganz gerne die Knie beugen, beweg dein Becken, schaukel ein wenig. Wunderbar. Dann komm wieder in einen langen Rücken, atme ein. Ausatmen, tauch wieder ab nach unten. Sehr gut. Nochmal einatmen, richtig rausziehen. Ausatmen, komm wieder tief und steige wieder zurück in deinen Abschatten. Gib jetzt das linke Bein an, atme dazu ein, schön langsam. Mit dem Ausatmen setze jetzt gleich deinen Fuß zwischen deine Hände. Und jetzt schaut nochmal, ich glaube, der Abstand ist ein bisschen zu weit, rutscht mit dem hinteren Bein ein bisschen näher ran, dass ihr mehr Stabilität habt, wenn ihr euch öffnet. Probiert mal die Arme über die Seite nach oben zu nehmen, gebt viel Kraft in das vordere Bein. Komm langsam nach oben, hebe hinten die Ferse.
Fersen noch ein bisschen an. Wunderbar. Dann schließe deine Hände wieder im Anjali Mudra. Versuch dir nochmal Länge zu geben, atme ein, neige jetzt den Oberkörper etwas nach vorne und dann geht dein rechter Ellenbogen nach außen zum linken Knie. Jetzt zieh dich nochmal richtig lang, zieh dich lang, so lang du kannst. An der Krone des Kopfes schieben, meine Hand hinein, super. Und dreh dich langsam wieder nach oben, komm in die Mitte. Und von hier öffne die Arme in den Krieger 2. Dein hinterer Fuß schaut jetzt zu, ist parallel zur hinteren Mattenkante. Dein großer Zeh schaut zum Mattenende. Gut. Dann mit deinem Einatmen öffne jetzt den linken Arm nach oben. Zieh dich weit nach oben. Rechter Arm drückt wieder fest in deine Oberschenkelrückseite und versucht hier vorne zu bleiben. Gibt dir viel Raum hier, viel Länge hier. Die Schulter zieht wieder nach hinten unten. Und ausatmen, stütze deinen Arm auf deinen Oberschenkel ab, komm in den seitlichen Winkel. Und probiert aber aufgerichtet zu bleiben. Gib erstmal dem Arm Länge, dem oberen Arm Länge nach oben und dann zieh ihn so über deinem Kopf, dass die Handfläche zum Boden schaut. Und jetzt spürt mal diese Länge von deinem hinteren Fuß über den Oberschenkel, über die Hüfte, über die Flanke bis in deine Fingerspitzen hinein. Dann bring den Arm wieder nach oben und binde ihn um dich herum. Ob deine Hand jetzt auf dem Steißbein liegt oder hier hinten an deinem Oberschenkel, ist egal. Jetzt versucht mit dem Binden noch ein bisschen mehr die Schulter nach oben aufzudrehen, vielleicht den Blick sogar nach oben zu heben. Und dann drückt euch mit dem nächsten Einatmen intensiv von dem vorderen Arm ab, kommt wieder in euren friedvollen Krieger. Und dann löst langsam den unteren Arm und zieht ihn dahin, wo er den anderen hat. Vielleicht könnt ihr mit beiden Armen noch mehr nach hinten ziehen, ohne dass ihr vorne mit dem Knie ausweicht. Bleibt hier, ganz viel Kraft vorne in den Bein, hinten nach hinten ziehen. Dann komm langsam wieder einatmen in die Mitte, löse deine hintere Ferse, dreh dich mit beiden Armen nach vorne. Finde hier wieder einen ganz stabilen Stand, löse die Ferse. Komm nach vorne, verlagere immer mehr das Gewicht nach vorne und jetzt zieh dein hinteres Bein nach vorne oben. Und dreh dich etwas nach vorne, genau. Und jetzt könnt ihr nachhelfen, wenn das gut geht, könnt ihr euren Fuß hier mit einer Hand fassen und am Oberschenkel anlegen. Wenn ihr sagt, das ist zu wackelig, es gibt die Option hier unten. Oder sogar könnt ihr ganz unten den Fuß aufstützen, die Ferse an der Innenseite deiner Wade anlegen. Und dann mit dem nächsten Einatmen öffne dich nach oben, in den wundervollen Vrakasana, den Baum hinein. Schenk dir ein Lächeln. Genau, strahle dich groß und weit. Und dann drehe langsam dein Knie nach vorne. Und setze dein Bein neben dem anderen ab. Komm wieder ins Anjali Mudra, schließe deine Hände vor deinem Herzen. Von hier atme nochmal ein, großer Kreis über hinten, vorne, tauche dann ab nach unten. Atme aus, lass den Kopf entspannt hängen, die Schultern. Einatmen, gib dir nochmal viel Länge in deinen Rücken. Und ausatmen, probier mal, ob du mit den Händen jetzt hinten deine Fersen fassen kannst, dich noch näher heranziehen kannst, ohne dass dein Gewicht zu sehr auf die Fersen fällt. Einatmen, gib dir noch einmal Länge, setz die Hände noch einmal auf. Und ausatmen, tauche noch mal tief ab. Und dann nehme langsam das rechte Bein nach hinten und setze dich auf den Boden. Genau.
beide Füße hast du wieder ineinander verschränkt, gerne wieder auf die Decke sitzen. Dann atme nochmal ein über die Seite. Schließ deine Hände in den Chalamudra, atme aus. Noch einmal einatmen. Und wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Seid motiviert mitzumachen, einfach ausprobieren, wie es geht, wie es funktioniert. Und vielleicht sehen wir uns dann noch einmal. Vielen Dank an Luca und Marie.